Was vor wenigen Jahren bzw. Monaten noch undenkbar schien, ist mittlerweile Realität geworden. Strafzinsen bzw. Verwahrentgelte werden mittlerweile auch auf kleine Guthaben erhoben. 50.000 Euro sind schon die Regel. Die ersten Banken reduzieren diese Grenze auf 10.000 Euro. Was du nun machen solltest, dazu gebe ich dir in diesem Video ein paar Tipps. Wenn du bereits heute von Strafzinsen betroffen bist oder du vorsorgen möchtest, dann kannst du natürlich ein oder mehrere weitere Bankkonten eröffnen und dein Kapital entsprechend verteilen. Das hat aus meiner Sicht aber zwei Nachteile, denn du behandelst im übertragenen Sinne nur die Symptome. Mehrere Konten sind zum einen unpraktisch und der administrative Aufwand ist recht hoch. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass alle Banken flächendeckend Verwahrentgelte einführen werden und auch die Grenze im Laufe der Zeit immer weiter abschmelzen wird, vermutlich auch unter die 10.000 Euro Marke. Somit müsstest du bei einem Vermögen von 100.000 Euro 10 Konten und mehr haben, ziemlich unpraktisch. Aus meiner Sicht ist es deutlich sinniger, den Teil deines Vermögens, den du nicht liquide benötigst, breit gestreut und strategisch zu investieren, im Idealfall sogar in ein Depot und in alternative Investments. Wenn du sehr sicherheitsorientiert bist, dann kannst du einen Teil deines Kapitals über dein Depot in Geldmarktfonds investieren. Dieser Fondstyp investiert im Kern in Anleihen und zielt auf eine möglichst geringe Schwankung ab. Umgekehrt ist die Wertentwicklung aber sehr begrenzt. Achte bei der Auswahl unbedingt auf die Kosten. Im Idealfall gibt es keinen Ausgabeaufschlag. Wer mir schon länger folgt, weiß, ich bin kein Freund davon, nur auf die Kosten zu schauen, sondern es geht im Kern um ein solides und vernünftiges Gesamtpaket. In diesem Fall ist dieser Aspekt aber zentral. Falls du hier unsicher bist, dann such dir eine Beraterin oder einen Berater, der oder die dich bei der Aufstellung deiner individuellen Investmentstrategie unterstützen kann. Achte bei der Wahl unbedingt darauf, dass du Zugriff auf eine breite Palette von Investments hast. Ansonsten gilt wie immer, wenn dieses Video hilfreich für dich war und du weiterhin offen bist für Impulse rund um das Thema Finanzen, dann folge mir auf Facebook und Instagram. Lass diesem Kanal hier ein Abo da. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.